hat es hier leicht zu regnen begonnen, aber insgesamt gesehen ist der Platz in einer sehr, sehr guten Verfassung. Dicke führt den Anstoß aus. Rogan und Kutowski, Frank Mill. Kapitän Aitken. Es steht in einer Viererabwehrkette die Schotten ohne Liebe. Und Teddy de Beer. Ruhe reinbringen, wieder Kutowski und Burns mit der Elf gegen Murdo McLeod, den früheren Glasgower, der hier übrigens mit tollem Beifall empfangen wird. Er verursacht den ersten Eckstoß für Celtic. Paul McStay tritt ihn. Gute, befreiende Faustabwehr von de Beer. McLeod gegen Stark. Murdo McLeod. Für 680.000 Mark von Glasgow nach Dortmund transferiert, auf Anhieb Stammspieler geworden. Und Burns. Nochmal Burns. Ganz gefährlicher Schuss vom linken Mittelfeldspieler, der sehr torgefährlich. Teddy de Beer trocknet den Ball ein bisschen ab, der in eine Pfütze gefallen ist. Walker. Ein Wurf für Grün-Weiß. Sorgt Chris Morris. Marcel Raducanu. Frank Mill. Und erster Eckball für Borussia Dortmund nach der Kopfballabwehr von Rogan, Nummer 3. Schön gespielt auf McGee. Burns. Starks Kopfball und Grant 1:0 durch Walker. Der junge neue Stürmerstar Andy Walker kam
FC Motherwell und macht ein wichtiges Tor für Celtic Glasgow in der 5. Spielminute. Helmer. Mill. Und wieder voll in die Beine. Foulspiel von Paul McStay, Freistoß für Borussia Dortmund. Das ist gerade mit der Nummer 8 McStay gewesen. Klepping. Zorn. Mill. Raducanu. Klepping. Mill. Minuten jetzt gespielt. Seit der 5. Minute führt Celtic Glasgow durch das Tor von Walker mit 1:0. Aber jetzt Dickel. Versucht es alleine und der hätte genau gepasst. Grant verfolgt von Zorn. Hupe rettet einmal. Und Pagelsdorf zum zweiten. Vor dem einköpfbereiten Mark McGee. Hier sehen wir die Szene nochmal. Der 4. Eckstoß für Celtic. Morris. Burns. Die Viererabwehrkette der Schotten hat Borussias Angriff meist sicher im Griff. Ich darf das nochmal wiederholen. Die Schotten ohne Libero. Im Gegensatz zu den Dortmundern. Das ist White und Rogan. Walker. Der geht natürlich auch durch den Mann, der Walker. Hier bekommt er seinen Freistoß. Burns. Da wird mir immer ganz mulmig. Die Schotten fast alle im Kopfball stärker als ihre Dortmunder Gegner. Und nochmal Freistoß, ganz knapp außerhalb des Strafraums. Grant. Und White. Jetzt 36 Minuten vorbei, immer noch 1:0 im Celtic Park zu Glasgow. Für Celtic durch das Tor von Walker, der jetzt am Ball ist. Sauberes Tackling. Zorn. McLeod. Raducanu. Ja! Oh, wäre das ein schönes Tor gewesen. Aber Abseitsposition ohnehin signalisiert vom Linienrichter.
Dennoch eine sehr, sehr schöne Kombination. Endlich mal der Dortmunder Borussia mit dem Abschluss von Marcel Raducanu. Sieht das mal, nicht zum ersten Mal hält Anton Rogan seinen Angreifer fest. In dem Fall war es Frank Mill. Manchmal hat er auch noch Dickel drunter zu leiden. Ist Ketschken. Ah, Schiedsrichter Webb Thomas behält die Übersicht. Muss er auch jetzt. Muss durchgreifen. Spiel war hart. Sagen wir mal schottisch hart. Das ist alles in allem etwas härter, als wir es gewohnt sind in der Bundesliga. Aber selten unfair. Das ist der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Bert Pommes. Zur Pause führt Celtic Glasgow durch das Tor von Andy Walker in der 5. Minute mit 1:0. Alles in allem sicherlich eine verdiente Führung für Celtic. Aber in der letzten Viertelstunde hat die Borussia gezeigt, dass die schottische Hinschermannschaft auch in Verlegenheit zu bringen ist. Vielleicht versuchen sie es im zweiten Durchgang mit etwas mehr Offensive hier im Celtic Park zu Glasgow. Noch ein Blick zur Uhr von Schiedsrichter Thomas aus Amsterdam. Und das Spiel läuft wieder. Beide Mannschaften unverändert. Burns. Nochmal Burns. Morris. Schön gespielt von Raducanu. Frank Mill. Gegen Weitz. Innen lauert Dickel. McStay. Und Burns haben am meisten für den Spielaufbau getan bei Celtic. Murdo McLeod. Frank Mill. Musste man nicht pfeifen. Vielleicht tut Schiedsrichter Thomas, der arme Frankie, auch ein bisschen leid, der hier wirklich mit doppeltem Handicap, einer gebrochenen Rippe und einer kaum ausgeheilten Bauchmuskelzerrung in dieses Spiel geht. McLeod. McStay, Walker. Nochmal McStay. Stark. Und Teddy de Beer. Sicher. Und direkt hinter ihm lauerte schon wieder Mackie. Vorne liegt Norbert Dickel am Boden. Spiel läuft weiter über Frank Mill. Gegen 4 Schotten. Freistoß, Foulspiel.
Norbert Dickel steht schon wieder, der hat offensichtlich einen Magenhaken verpasst bekommen. Er zeigt es gerade noch mal Murdoch McLeod. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, ich ehrlich gesagt auch nicht, weil wir natürlich den Ball verfolgten. Aber den Freistoß da vorne gibt es natürlich wegen des Fouls an Frank Mill. Raducanu und Kopfball von Dickel. Schade. Nee, das war Michael Zorc hier im Bild, der den Ball da nicht ganz erwischt. Aber immerhin Eckball Nummer 6 für die Borussia. Also ein ausgeglichenes Eckballkonto. 6 hüben, 6 drüben. Das zeigt Ihnen, liebe Zuschauer zu Hause, dass es hier mit dem Spiel auf ein Tor des Tabellenführers der ersten schottischen Division gegen den 15. der Bundesliga, Gottlob, nichts wurde. Gespielt jetzt 51 Minuten, 1:0 für Celtic seit der 5. Minute. Dickel. Helmer. Zieht mal drauf. Richtig. Schade. Kopfball von Raducanu. Das ist sicherlich nicht seine ganz große Stärke. Aber wenn er den voll erwischt, dann steht es hier 1:1. Und die Dortmunder Schlachtbummler wittern hier Morgenluft. Wurf für die Schwarz-Gelben, die ja hier vor 21 Jahren den größten Triumph in ihrer Vereinsgeschichte erlebten, als sie den Europapokal der Pokalsieger holten. Aber daran denkt natürlich in diesen turbulenten Minuten niemand. Raducanu. Mill. Schnell duckte, dadurch Alan McKnight die Sicht nahm und Frank Mills Einsatz hat sich ja spätestens jetzt gelohnt. Eine tolle Energieleistung des kleinen Kapitäns. Hier sehen Sie es nochmal. Jetzt haut er drauf und Dickel geht in Deckung. Und es steht 1:1 in der 63. Minute.
Lee hat das selbst nicht gedacht, wie groß die Chance war, die er da auf dem Fuß hatte. Immerhin 10. Eckball für Celtic. McStay. Aitken. Tor! Außennetz, Pablo. Der starke Schuss von Stark, da wölbte sich das Netz. Norbert Dickel geht. Er hat sich wacker geschlagen hier. Grüßt nochmal die Dortmunder Fans. Und Daniel Simmes kommt. Gottlob an Freund und Feind vorbei, die Flanke von Aitken. Gut gemacht von Simmes und jetzt Raducanu. Herrlich gespielt. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, liebe Zuschauer zu Hause. Das ist jetzt hier längst ein klasse Fußballspiel geworden. Auf nassem Rasen. Oh, da zieht er voll durch. Betreuer sind auf dem Platz. Hier sehen wir die Szene vielleicht nochmal. Das war Peter Grant, der ohnehin das größte Raubein in dieser Mannschaft ist. Und Schiedsrichter Thomas sagt ihm noch nicht einmal etwas. Spiel läuft weiter. Gott sei Dank steht Teddy de Beer wieder, hält sich nochmal ein bisschen seinen Schädel. Mark McGee. Brotlose Kunst. Raducanu, auch er mit einem großen Aktionsradius heute. Nur nicht wieder ein 0:4 wie in Bremen, haben die Borussen sich vor dem Spiel geschworen. Und jetzt steht es 2 Minuten vor dem Spielende in Glasgow, 1:1 zwischen Celtic und der Dortmunder Borussia. McStay. Aitken. 2:1 durch Weidt. In vorletzter Minute. Das ist schade. Das ist Pech. Hier sehen wir die Szene nochmal. Der Abwehrspieler Weidt. Mit der Nummer 5 dürfte es wohl sein, der den Ball hier über die Linie boxiert. 2:1 für Celtic Glasgow in der 89. Minute. Aber auch das, liebe Zuschauer in Deutschland, ist noch ein Resultat, dass die Dortmunder Borussia im Rückspiel wettmachen kann. Sie hat hier über weite Strecken viel besser gespielt, als mir das nach den bisherigen Leistungen in der Bundesliga 87-88 möglich schien. Und vielleicht gibt diese gute Leistung der Mannschaft auch einen positiven Schub für die Spiele in der Bundesliga. Minuten sind in diesem Moment vorbei.
Anlass, viel nachzuspielen, gibt es für Schiedsrichter Bepp Thomas auch. Jetzt müssen sie natürlich aufpassen, dass sie nicht in den letzten Sekunden in der Nachspielzeit sich noch einen einfangen. Das ist der Schlusspfiff von Schiedsrichter Bepp Thomas. Mit 2:1 bezwingt Celtic Glasgow Borussia Dortmund. Und ich darf nochmal sagen, dieses Resultat und diese Leistung der Dortmunder Borussia geben zu berechtigten Hoffnungen Anlass, dass die Dortmunder im Rückspiel die zweite Runde im UEFA-Pokal erreichen können. Damit, liebe Zuschauer, verabschieden wir uns aus dem Celtic Park zu Glasgow. Ich gebe zurück nach Köln.